einmal pro Woche Fisch auf dem Teller. Wer kennt die Ernährungsempfehlung nicht? Der Grund dafür liegt in den gesunden Omega-Fettsäuren, die einen positiven Einfluss auf unsere Blutfette und damit auf unser Herz-Kreislauf-System haben. Denn zu hohe Blutfettwerte führen zu Ablagerungen in den Gefäßen. Dadurch kann es zur Gefäßverkalkung der sogenannten Atherosklerose kommen. Omega-3-Fettsäuren sind essentielle Fettsäuren, das heißt, sie können nicht vom Körper selbst gebildet werden und müssen mit der Nahrung zugeführt werden. Ein aktueller Ernährungsbericht hat aber gezeigt, dass wir gerade von den wichtigsten Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA deutlich zu wenig aufnehmen. Diese finden sich vor allem in fettreichem Seefisch wie Lachs, Hering oder auch Makrele. Zur Erhaltung normaler Blutfettwerte braucht man in etwa eine Portion fettreichen Meeresfisch pro Woche. Will man aber leicht erhöhte Blutfettwerte wieder normalisieren, dann benötigt man schon 3 bis 4 Portionen. Und wer isst schon so viel Fisch? Es macht also Sinn, Fischölkapseln mit Omega-3-Fettsäuren zuzuführen. Hier sollte man allerdings auf Produkte setzen, die einen hohen Gehalt an diesen Fettsäuren EPA und DHA aufweisen. Denn die Menge an Fischöl allein hat noch keine Aussagekraft über eine positive Wirkung. Auf der sicheren Seite sind sie, wenn auf der Verpackung der Ausdruck normale Blutfettwerte aufgedruckt ist. Schauen Sie also auf jeden Fall vor dem Kauf nach, dann steht normalen Blutfettwerten nichts mehr im Wege.